Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. 7 Uhr, der neue Podcast ist am Start. Mein Name ist Florian Petzold. Ich komme aus der wunderschönen Stadt Castrop-Rauxel. Ich sehe meinen Partner, meinen Kompagnon, den lieber Andreas Steinecke. Er sitzt wieder zu Hause in Essen und hat besseres Internet. Hallo, Andreas. Ja, hat er. Dankeschön. Ja, ich bin gerade frisch wieder in Essen eingetrudelt aus dem Studio Bad Salzuflen und freue mich, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, das Internet ist hier doch deutlich besser. Das kriegt ihr da draußen glücklicherweise nie mit. Aber die Leitung im Studio Bad Salzuflen hat ein bisschen Schluck auf manchmal. Aber es ist nicht so. Schluck auf ist schön. Schluck auf ist schön. Irgendwie da ist so ein Delay drin. Irgendwie die Telekom kriegt es einfach nicht gebacken. Ja, es ist erschreckend. Übrigens, ganz kurz hier nochmal, falls ihr euch wundert, warum sich der Herr Petzold heute ein bisschen schlecht anhört, das ist nicht, weil er ein schlechter Mensch ist oder weil er Schnupfen oder sonst was hat, sondern sein USB-C-Kabel ist leider von ihm gegangen, von uns gegangen, wie auch immer, keine Ahnung. Genau. Nein. Muss er heute gut. Ein bisschen auf anderes Equipment du, ausweichen. Pass auf, ja, anderes Equipment. Das ist von meinem MacBook. Irgendwie hat das interne Mikrofon, aber dafür ist es wohl okay. Aber das ist jetzt hier nicht der Grund, warum wir zusammenkommen. Wir haben natürlich wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen. Ein Namensvetter von mir, fängt auch mit Florian an und heißt Holzner. Und der arbeitet bei Paul Lange, eher gesagt bei Shimano. Grüß dich, Flo. Einen wunderschönen guten Morgen, Florian. Entschuldigung, dass ich lache. Ja, für euch da draußen irgendwie, wir haben vorhin abgekaspert, irgendwie halt, weil wegen zwei Florians jetzt hier, dass der Florian Holzer Flo genannt wird und ich werde Florian genannt. Diesen das, Satz unfallfrei ja, ich weiß. Zu bekommen war schon wieder. Ja. Mhm. Auf griechischen, chinesischen Passagierschiffen, ja, nee, ist klar. unfallfrei Sätze sagen. Ach, irgendwie halt nach meinem Wochenende. Flo, erstmal, hi. Hi. Wie geht's dir? Soweit, so gut. Der Heuschnupfen macht ein bisschen die Nase zu, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem alle sehr gut verstehen. Deswegen, das ist kein Problem. Ja, dann ist ja wunderbar. Florian, ich hatte dich, Flo, ich hatte dich, Flo, ja, das, ihr merkt, dieser Struggle in meinem Kopf. Ja, ja. Flo, wir hatten uns beide, eher gesagt, habe ich dich angesprochen gehabt, auf den E-Bike Days, also in Dortmund, E-Bike Festival war das, so war es richtig. Otto, nicht Bock hast in diesem Podcast. Kannst du dich auch noch an deine erste Reaktion dran erinnern? Ja, kann ich. Ich war irgendwie so, oh, ich im Podcast, okay. So, und jetzt haben wir dich hier. Flo, erzähl mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du bei Paul Lange, eher gesagt bei Shimano? Also bei Paul Lange bin ich im Eventmanagement und Sportsmarketing tätig. Sprich, alles, was Veranstaltungen sind, ist irgendwie über meinen Tisch gelaufen. Und ja, das ist so die Vorbereitung und auch die Durchführung vor Ort bin ich mit dabei, habe jetzt einen neuen Kollegen bekommen, der sich da mehr in das operative Geschäft auch mit einbindet. Von dem her, ja, werde ich nach wie vor auf Veranstaltungen zu sehen sein auch. Ihr könnt mich da treffen und auch alles fragen. Und im Sportsmarketing-Bereich ist eben so, dass wir einige Athletinnen, Athleten und Teams unterstützen und um die kümmere ich mich auch. Okay, also machst du auch nur Athleten, wenn ich das mal so direkt frage? Also es gibt ja auch da Leute da draußen, die nennen sich manchmal interessante Persönlichkeiten halt, die dann halt auf Fahrrädern drauf sitzen, wo dann die Schaltgruppen, Bremsen etc. pp. Alles dran sind. Irgendwie unterstützt ihr auch sowas? Das unterstützen wir auch. Du sprichst da mit Sicherheit den Bereich Influencer an oder Social Media Aktiven. Das wiederum macht meine Kollegin, die Amelie Köhler.
bei uns im Haus. Und ja, da haben wir eine klare Trennung aufgebaut. Ich mache den Lizenzsport und sie macht quasi alles, was Social Media betrifft, online, Influencer, Ambassadors, das übernimmt sie. Okay, okay. Also bist du für uns der schlechte Ansprechpartner, dann ist jetzt der Podcast beendet. Nein, nein. Okay, ciao. Eine kurze Aufnahme heute. Eine sehr kurze Aufnahme. Nein, 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 alles gut, alles gut. Also wir hatten ja jetzt hier schon einige, auch die im Eventmanagement-Bereich tätig sind und die haben auch immer gesagt gehabt, irgendwie, wir müssten eigentlich auch Veranstaltungen. Wie schaut das denn aktuell bei euch in der Situation aus? Wir wissen ja irgendwie, die Situation jetzt gerade ist für Fahrradhersteller oder allgemein für die Branche, ja, ich will nicht sagen sehr schlecht, aber sie ist gerade nicht cool. Seht ihr es für notwendig ein, noch Sponsoring-Aktivitäten für Messen, Veranstaltungen zu machen, also ich sage jetzt mal, wie das E-Bike-Festival in Dortmund, das ist ja von euch mitgetragen und der DEW 21. Oder wollt ihr, sagt ihr irgendwie so, oh, das wird ganz schwer, auch nächstes Jahr kann das ganz schwer werden, weil du bist ja der direkte Ansprechpartner. Ja, es ist nach wie vor notwendig, auch um unsere Kunden eben oder bei unseren Kunden zu sein, um mit denen auch gegebenenfalls irgendwelche Herausforderungen, die sie haben, gerade auf der technischen Seite auch zu unterstützen und natürlich auch die Leute auf unsere Produkte zu setzen. Das heißt, eine Testfahrt sagt ja mehr aus, wie wenn ich 400 Stunden irgendwas über unsere Produkte erzähle. Es ist wichtig, dass sie das testen und gegebenenfalls auch im Vergleich testen können. Weil das, was für mich das richtige Produkt ist, heißt es nicht, dass es für dich, Florian oder Andreas, das richtige Produkt ist. Also ihr sollt es schon erfahren, sozusagen. Mhm. Und dementsprechend müssen wir natürlich da auch was machen. Und ja, gerade auch auf der technischen Seite, was bei uns ja auch ein Hauptfokus ist, wo unser Know-how eigentlich liegt, das muss von uns auch, wie soll man sagen, behandelt werden. Also wenn jemand eine technische Herausforderung hat, versuchen wir die natürlich immer vor Ort direkt auch zu lösen und ja, zu klären. Mhm. Flo, ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen überhaupt wissen, was die Firma Paul Lange eigentlich macht und warum sie so eng mit Shimano verbandelt ist. Magst du uns vielleicht da nochmal ein bisschen kurz was erzählen? Also die Firma Paul Lange an sich ist ein Großhandelsunternehmen und wir sind eben Generalimporteur für Shimano in Deutschland, sprich alle Shimano-Teile, die in Deutschland an Fahrrädern verbaut sind oder die im Fachhandel zu kaufen sind, laufen durch unser System durch unser Lager und wir sind für den deutschen Markt eben zuständig, um an der Stelle den deutschen Markt mit den Produkten zu bedienen. Und wir sind eben auch für die Bewerbung zuständig, so dass wir in Deutschland eben schauen müssen, dass wir auf den entsprechenden Veranstaltungen sind, dass wir in den Magazinen entsprechend vertreten sind, dass bei den Tests von den Magazinen unsere Produkte mit platziert sind. Und daher haben wir einiges zu tun. Das heißt also, die japanischen Kollegen werden wahrscheinlich nie bei deutschen Events auftreten, sondern das übernehmt alles ihr. Den Auftritt übernehmen wir mit Unterstützung meist von Shimano Europa, die in Eindhoven angesiedelt sind. Und die supporten uns natürlich von denen, also die sind unser Ansprechpartner in erster Linie, wenn es um Support geht von Shimano. Die stehen auch in direktem Kontakt mit Shimano Japan und kriegen von denen natürlich auch immer gewisse Vorgaben, auf was jetzt der Fokus liegt. Und den bekommen wir weitergereicht und wir müssen den Fokus dann einfach auch umsetzen, bestmöglich, mit deren Support natürlich. Was war denn als allererstes da? Also ich fange jetzt nicht an mit dem Huhn und mit dem Ei, sondern Shimano waren das erst Fahrradbausteine, also Fahrradparts oder Angeleinrichtung? Da waren Shimano Parts, das erste Shimano Teil war ein Freilaufritzel.
Damals. Und wie ist es dazu gekommen, dass Shimano dann auch noch in die Angler reingegangen ist? Da muss ich dir gestehen, bin ich der falsche Ansprechpartner, da ich nicht wirklich beim Angeln aktiv bin und mich mit der Materie auch noch nicht auseinandergesetzt habe. Das ist auch absolut okay. Ich glaube, keiner von uns, der hier sitzt, hat irgendwas mit Angeln am Hut. Also wenn wir draußen sind, dann sitzen wir auf dem Fahrrad. Aber das Interessante ist natürlich auch, wenn ihr neue Produkte von Shimano bekommt, reist ihr dann auch mal ab und an nach Japan, um quasi die Produkte oder noch nicht angekündigte Produkte zu sehen? Oder geht das dann alles eher über Eindhoven? Das läuft dann meist über Eindhoven. Natürlich ist unsere Geschäftsleitung hier in engem Austausch mit Japan direkt. Mhm. Und die sind natürlich auch öfter in Japan, um eben auch Produkte anzuschauen, neue Produktionsstätten zu sehen und ja, hier auch die Informationen für uns einzuholen. Mhm. Verstehe ich. Ich habe aus persönlichem Interesse nachgefragt, weil ich auch großer Japan-Freund bin, auch dieses Jahr schon in Japan gewesen bin. Und dort sind mir tatsächlich immer wieder mal so großflächig irgendwelche Shimano Werbetafeln entgegengesprungen. Und dann habe ich gedacht, dann gucke ich mal. Und dann war das irgendwie so ein lustiger Mix teilweise aus Anglerzubehör und Fahrradsachen. Also das war manchmal schon sehr lustig, muss ich sagen. Ich habe gerade im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet, dass wir beide uns tatsächlich, obwohl wir uns noch nicht persönlich gesehen haben, gekannt haben, schon gesehen haben, weil wir waren nämlich auf demselben Festival in Willingen. Ihr wart auch dort als Aussteller und wir haben jetzt vor 2 Folgen schon ein kurzes Recap gehabt, wie wir das gefunden haben. Wie war so dein Eindruck? Durchweg positiv. Wir konnten einige viele Testfahrten auf unseren Produkten eben verzeichnen. Das Festival war sehr gut besucht, fand ich jetzt. Wir haben es eigentlich sehr positiv aufgenommen. Parallel dazu haben wir ja noch dort vor Ort auch unsere neue GRX vorgestellt, die DI2. Hatten wir auch gleich dabei und auch gleich auf Fahrrädern zum Testfahren. Wurde auch sehr gut angenommen und sind auch sehr viele positive Stimmen dazugekommen. Also ich bin da ein paar Mal an einem Stand vorbeigelaufen und ein netter Kollege von dir, dessen Namen ich dir mir gerade entfallen ist, dem haben wir uns auch kurz unterhalten und hat uns dann auch Getränke angeboten. Es war eine sehr kollegiale Stimmung. Und natürlich habe ich dann auch auf die neue GRX 12-fach DI2 geschielt und fragte mich in dem Zusammenhang eigentlich, warum die mit einer Zweifachgarnitur vorgestellt wird und quasi nicht auch als einfach zu erwerben ist. Oder warum ist das so, dass es jetzt quasi als zweifach vorgestellt worden ist? Wir wollten an der Stelle natürlich erstmal den Markt bedienen, wo die Nachfrage auch am größten ist. Okay. Und daher ist die auch zweifach. Also heißt, zweifach ist tatsächlich im Markt immer noch die Komponente oder die Ausstattungsart, die am meisten gefragt wird? Aktuell ja. Interessant. Das wusste ich nicht. Ich dachte immer, der Trend geht mittlerweile beim Gravel so zum Einfachantrieb und eher weg vom Zweifachantrieb. Wir wollen ja, dass alle Rad fahren können, also zum Beispiel auch ich. Ja, dann habe ich noch die Möglichkeit, einen leichteren Gang zu wählen und auch den ein oder anderen Hügel gut hochzukommen. Also ne, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin auch eigentlich Verfechter der Zweifachkurbel. Ich habe an meinem Gravel habe ich auch eine Shimano, eine GRX, allerdings noch die 11-fach, aber auch als Zweifach. Und ich komme damit tatsächlich besser die Berge hoch, als wenn ich jetzt einen Einfachantrieb hätte. Zumal ich ist ein bisschen inoffiziell. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Darf man das sagen, dass man auf die Schaltung auch eine größere Kassette drauf machen kann als vorgeschrieben? Als freigegeben, das bleibt dir überlassen. Du gehst okay. Das Risiko dabei ein, dass das funktionieren kann. Ja. Gewährleistet ist es dann aber nicht. Genau. Und im schlimmsten Fall zieht es das Schaltwerk in die Kassette rein und dein Schaltauge reißt ab. Genau, also GRX 11-fach ist, glaube ich, bis 36 freigegeben. Ja. Genau. Und bei der 12-fach ist es, glaube ich, genauso, ne? Ja. Gut, prima. Sehr schön, dann hätten wir das auch geklärt.
Herr Petzold, möchtest du noch irgendwie was dazu beitragen? Ah ja, ich fahre ja auch Gravelbike, aber ich bin ja der Verfechter der Einfachschaltung. Ne? Also ich habe ja nur eine Schaltung. Ich habe vorne einen Ritzel und hinten halt. Du kommst ja auch jeden Berg hoch, ne? Ich fast jeden. Du hast ja auch den Dampf in den Füßen von dem her. Ja, richtig. Siehst du, der Flo hat es erkannt. Hast du wirklich darauf geachtet? Ja, klar. Oh Gott, ey. Ja, ich habe da so ein bisschen Kraft in den Beinen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber die Kondition ist halt nicht da. Und das ist das große Problem bei mirchen. Aber jetzt haben wir mal so ein bisschen so Shimano gesprochen, lieber Flo. Oh, ich habe die Kurve gekriegt, hast du gemerkt? Aber gerade so. Ich bin echt begeistert, Florian. Jetzt haben wir ein bisschen über, also was heißt recht ordentlich über Shimano eigentlich meiner Meinung nach gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage der Flo, wo kommst du überhaupt her? Fährst du überhaupt selber Fahrrad? Was ist deine Intention, nachher sich zu bewerben bei Paul Lange und da dann halt das Athleten, Betreuung, Management zu machen, geschweige denn irgendwie den Eventmanager, Heat Off wahrscheinlich irgendwie auch irgendwie halt zu machen. Was war dein Werdegang, bis du wirklich bei Paul Lange Shimano gelandet bist? Naja, als ich in die Fahrradbranche bin ich quasi reingeboren worden. Meine Eltern haben seit 1975 einen Fahrradfachhandel. Und da war es ein Stück weit umgehbar, um das Fahrrad drumherum zu kommen. Sprich, ich bin mit dem Fahrrad aufgewachsen. Ich fahre, seit ich denken kann, also seit 2 Wochen Fahrrad. Und damit war, sag ich mal, so ein bisschen das Ganze vorgegeben. Dann, ich sag mal, ganz normal zur Schule gegangen, Schulabschlüsse gemacht. Parallel dazu ist dann familiär das noch ein bisschen größer geworden mit dem Fahrrad, da mein Vater dann einen Profi-Rennstall hatte, der auf dem höchsten Level Radrennen gefahren ist, also Tour de France und Paris-Roubaix. Waren auch schon immer Teil meines Lebens. Da habe ich dann auch immer ausgeholfen als Mechaniker. Also habe dann einfach ein bisschen unterstützt, supportet. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich bei Paul Lange auch meine Ausbildung zum tatsächlich großen Außenhandelskaufmann gemacht habe. Danach habe ich erstmal noch 2,5 Jahre im technischen Kundenservice gearbeitet. Sprich, ich habe dann Reklamationen angeschaut. Ich habe dann überprüft, warum funktionieren manche Teile nicht, warum funktionieren sie. Und dann bin ich in das Marketing berufen worden, so möchte ich das jetzt mal sagen, wo ich dann erstmal noch die Fachpresse mitbetreut habe und eben schon die Veranstaltungen. Das hat sich dann auch noch mal ein bisschen verändert, weil einfach der Bereich von den Veranstaltungen ziemlich gewachsen ist und ich von der Kollegin noch den Sponsoring-Part übernommen habe. Ja, und so bin ich jetzt seit 2007 eigentlich eben für Veranstaltungen und das Sportsmarketing zuständig. Bin auch nach meiner Ausbildung nie irgendwo anders gewesen, sondern mein Herz schlägt für Shimano, für Paul Lange und deswegen bin ich nach wie vor da. Das ist mal ein schöner Werdegang wie aus dem Buch. Ja, das hat so eine rote Linie, weißt du? So eine rote Linie irgendwie. Papa irgendwie halt total der Durchgeknallte, irgendwie mit Sponsoring-Team, irgendwie Tour de France und der Kleine steht dahinter irgendwie. Und da kommt wahrscheinlich irgendwie so ein Topfer an. Du, hör mal, da musst du noch mal irgendwie was einstellen. Und dann steht der kleine Flo da und stellt dann da was ein, irgendwie halt. Und dass da dann halt natürlich die Liebe zu dem Produkt, Fahrrad hin, Schaltung etc., Bremsanlage, und dass du dann natürlich deine Ausbildung da gemacht hast, das ist ja dann eigentlich alles, wie gesagt, eine rote Linie, ein logischer Schritt gewesen eigentlich. Ja, doch, ich habe das auch genossen. Also mit dem Fahrrad groß zu werden und dann eben auch in der Fahrradbranche zu sein, ist schon auch eine Herzensangelegenheit. Ja, das merkt man auch bei dir. Also halt, du sitzt da auch, also
Leute, ihr wisst ja, wir sehen unsere Gäste. Der Flo sitzt da wirklich sehr, sehr entspannt und auch die Körpersprache ist halt einfach so, dass er wirklich hinter dieser Firma steht und ich hoffe auch, die Firma steht vor dir, wenn es mal irgendwie brenzlig wird, wie auch immer. Das ist einfach geil. So muss das eigentlich überall laufen. Ja, das ist sehr schön. Also die Firma, ja, sie steht vor mir, sie steht hinter mir. Einfach schön. Jetzt hast du, bist du denn tatsächlich jetzt auch, wenn du das Eventmanagement machst, bist du dann auf jeden Event unterwegs, was quasi im, ja, weil meistens geht es ja darum, also ich glaube, Paul Lange an sich, oder du musstest uns vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Also in Willingen war es so, dass es einerseits Paul Lange war, weil ihr auch mit Paul Lange Shirts und dergleichen und Pullis rumgelaufen sind und direkt nebendran war dann der Shimano-Stand. Ne? Da liefen dann auch nochmal Leute mit Shimano gebrandeten Klamotten rum. Ist das immer so das Setting, wo ihr dann quasi mit auf den Events auflauft? Ja, also ist natürlich auf der einen Seite, wir wollen die Marke Shimano zeigen, wir wollen die Marke Shimano erklären, wir wollen die Produkte von Shimano den Leuten näher bringen. Sprich, das Personal, das für Shimano zuständig ist, läuft in Shimano-Bekleidung rum. Und wir haben eben als Paul Lange noch weitere Vertretungen und nicht nur Shimano. Und da ist es dann eben so, wir haben einen gewissen Stock an Mitarbeitern dabei. Die tragen dann die Paul Lange Bekleidung, weil wir das nicht immer für jede Marke explizit eine Person dabei haben können. Und was macht denn Paul Lange neben Shimano noch? Also wenn ihr sagt, ihr seid Distributor, Großimporteur und dergleichen, habt ihr bestimmt noch andere Marken im Portfolio? Ja, also wir haben natürlich auch Marken wie Pro, Laser, Bikefitting, dann Cat Eye, Elite, Michelin, Feedback Sports, Motorex, SP Connect, RST, War, Schwalbe, Celle Royale, Named Sports, New Looks, Bike Parker, Bo Bike, um jetzt einfach nur mal ein paar aus dem ganzen Portfolio rauszunennen. Genau, aber da bekommt jetzt keine Marke dann irgendwie auf so einem Event nochmal einen Extrastand, sondern das ist dann alles unter dem Dach von Paul Lange. Genau, die laufen dann unter unseren, ich sag jetzt mal so, Paul Lange Zelten und wird natürlich die Marke an sich unter dem Zelt schon mit ihrem Namen auch gepusht. Also da sieht man dann schon, hier ist Elite, hier ist Cefal, hier ist Kedai. Und eben auch die Produkte zeigen wir dann von den Marken. Genau, das habe ich auch so gesehen, als ich, wie gesagt, gegenüber von euch gestanden sind. Und ich habe auch gesehen, dass ihr auf der anderen Seite hattet ihr auch noch Service, ne? Ja, ein Service ist eben immer sehr wichtig auf Veranstaltungen, eben weil die Hauptexpertise bei Shimano ist eben die Technik, die Technologie. Mhm. Und da wollen wir eben für unsere Kunden da sein, um dort entsprechend den Service auch vor Ort zu bieten. Sprich, die können vorbeikommen, wenn sie ein Problem, eine Herausforderung haben. Wir versuchen es dann auf dem Event zu lösen. Im Idealfall, wenn es nicht lösbar ist, kümmern wir uns im Nachgang trotzdem darum, dass über den Fachhandel eben das ganze Thema ja erledigt wird. Zur Zufriedenheit von dem Kunden natürlich. Ja, ja, also ich denke mal, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung ist heute ein umso wichtigeres Gut, als das, wie wir, oder kannst du mir da vielleicht einen Eindruck vermitteln, wie viele Produkte von Shimano im Markt sind? Also ist, ich muss gestehen, ich weiß es tatsächlich nicht, ob Shimano Marktführer ist oder wie ist die Position von Shimano? Aktuell ist es meines Wissens so, dass wir immer noch Marktführer sind. Ich kann dir jetzt nicht ad hoc eine aktuelle Prozentzahl geben, aber eben Rennradbereich, Mountainbike-Bereich, Trekking City, Urban, E-Bike, da sind wir überall vertreten und haben eine gute Marktposition und dementsprechend müssen wir auch einen guten Service bieten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, das gehört dazu. Es gibt ja immer
Menschen da draußen, die sind sehr markenverbunden. Die sagen, okay, ich fahre nur die Bremse von XY, ne? Oder ich fahre nur die Bremse von Hersteller Z oder sonst irgendwas, ne? Haben dann aber tatsächlich eigentlich manchmal gar nicht so den Eindruck davon, dass Produkte von anderen Herstellern, nämlich zum Beispiel Shimano, auch eine sehr, sehr gute Performance haben. Also ich war zum Beispiel, bin schon seit Jahren einfach immer, beim Mountainbike fahre ich einfach immer meistens die Produkte von SRAM und dergleichen. Ne? Das liegt aber einfach daran, dass die Produkte halt irgendwie immer an den Bikes verbaut gewesen sind. Hatte mit Shimano weniger zu tun. Jetzt auf dem Gravelbike, auf dem Track ist das, da ist jetzt tatsächlich die Shimano GRX verbaut. Und ich muss sagen, das ist wirklich, das ist wirklich eine super Schaltung. Also ich bin echt sehr zufrieden damit und finde das auch sehr interessant, dass Shimano tatsächlich nicht immer quasi sofort auf einen neuen Zug aufspringt, wenn er sich quasi ergibt. Ne? Das heißt also, andere Hersteller haben schon irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel sind schon auf 13-fach Uber gewechselt, jetzt zum Beispiel Campagnolo oder dergleichen, oder haben sich des Themas elektrischer Schaltung schon irgendwie zugewandt. Und andererseits muss man natürlich sagen, dass es die DI2 ja schon viel länger gibt als die Access und dergleichen. Ne? Also das ist ja wirklich ein System, was ja schon sehr lange im Markt ist und was auch etabliert ist. Und trotzdem hat man manchmal immer so das Gefühl, okay, man wartet immer so darauf, wann zieht Shimano quasi nach. Ne? Jetzt zum Beispiel die DI2 12-fach beim Gravel hat ja auch tatsächlich nochmal, ich weiß es nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ungefähr so, weiß ich nicht, ein Jahr gedauert zum Mechanischen. Ist das so, dass Shimano da quasi immer so ein bisschen den, wie soll ich das sagen, den langsameren Weg geht, um dann aber auch ein ausgereifteres Produkt auf den Markt zu bringen? Es ist immer so, dass das Produkt funktionieren muss. Und nicht irgendwie in einem Halbstatus, ja, es könnte funktionieren, auf den Markt kommt. Also es muss, wenn dann tatsächlich zu 100% funktionieren. Mhm. Und du musst natürlich auch daraus einen Vorteil haben. Also dann ist das halt so, dann, also das ist dann jetzt aus dieser Aussage von dir auch so und die Fragestellung vom Andreas her raus, was ja auch vollkommen okay ist, vollkommen legitim ist, dass man sich erstmal das Ganze anschaut, wie machen die anderen Mitbewerber das? Ich sage jetzt mal so aus der Marketing-Sicht heraus, um dann nachher zu sagen, irgendwie halt so, jetzt holen wir das Ding mal aus der Schublade und jetzt geben wir mal dem Pferd die Sporen, was man ja nicht mehr machen soll, dass man dann sagt, guck mal, bei denen funktioniert die 12-fach aus die und diesen Gründen halt mal nicht oder 13-fach. Und wir haben da entdeckt irgendwie halt, dass wir dann, weil die Kette da irgendwie immer blöd rumspringt, dass wir da eine Kerbe mehr reinsetzen müssen, um die Führung der Kette halt besser zu gewährleisten. Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Strategie dabei? Nein. Also wir schauen uns das ja nicht, oder Shimano schaut sich das nicht an, wie machen das andere und dann sage ich mal ganz banal, bauen wir nach, sondern wir haben da ja schon auch Innovationen. Also Okay. Wir haben verschiedene Systeme eben als, sage ich mal, erster auf den Markt gebracht. Nicht zuletzt zum Beispiel gerade bei der Schaltung im Mountainbike-Bereich das Link-Glide, wo einfach die Kette nochmal entspannter auf der Kassette läuft, also die DI2 ist auch von uns als erstes rausgekommen. Mhm. Und die Produkte müssen einfach funktionieren und da schauen wir nicht zu, sondern wir versuchen da schon, oder Shimano ist da schon auch dabei, innovativ nach vorn zu gehen. Mhm. So, gut. Jetzt nochmal einmal zurück. Du hast ja vorhin gesagt, du warst 2 Jahre, wenn ich mich recht erinnere, in dem Support-Bereich tätig, ne? Ja. So, das heißt also halt, du kriegst Telefonate, E-Mails, irgendwie halt, Schaltung irgendwie geht nicht mehr und was weiß ich irgendwie und so.
Jetzt kommt wirklich mal eine, so eine persönliche Frage. Ich war ja bei euch am Stand und habe ja dieses schöne Shuttle LT von Pivot und da ist so ein schleifendes Geräusch. Euer Techniker, der vor Ort war, der hat sofort erkannt, der hat nur eine Viertelumdrehung gemacht, hat sofort gesagt, das ist ein mechanischer Schaden. Alles geschenkt, super Support von euch und, und. Jetzt habe ich die Idee eigentlich in meinem Kopf gehabt, dass ich das Pivot mitteile, ich selber den Motor ausbaue, ich diesen Auftrag von Pivot bekomme und dann, dass ich diesen Motor zu euch hinschicke, dass ihr diesen Motor dann wieder korrekt macht mit der Lieferadresse zu mir und der Rechnungsadresse zu Pivot. So, das habe ich dann Pivot mitgeteilt gehabt und dann hieß es auf einmal, nee, das geht nicht. Das ganze Fahrrad muss zurück. So, jetzt ist für mich die Frage, weil, guck mal, irgendwie, gut, ich versuche irgendwie so wenig wie so möglich Ressourcen zu verbrauchen. So, ne, Transport jetzt nach Stuttgart runter, dann zu euch nach da oben hoch. Da muss noch ein Personal sein, irgendwie halt, das diesen Motor ausbaut, er vorher nochmal checkt, ob das die Angaben, die ich sage, ob die auch eintreten. Dafür wird Arbeitszeit. Dann muss der Techniker, der muss das noch verpacken und dann wird das nochmal verschickt. Und dann kommt das Ding zu euch. Und da ist ja dann der normale Vorgang, wird gecheckt, stimmt das irgendwie halt, bla blub, was ist der Schaden, wird repariert, dann wird das Ding wieder zurückgeschickt, geht zu Pivot hin, der Typ kontrolliert wieder, baut das ein, kontrolliert, das ganze Fahrrad wird wieder zu mir hingeschickt. Ich finde das ein bisschen umständlich und auch Ressourcen nicht sparend. Also im Normalfall ist es so, dass wir eben den Fachhandel als Ansprechpartner haben und nicht den oder die Verbraucherin, sondern ja, wir sind auf den Fachhandel fixiert. Bei Pivot ist es jetzt natürlich so, da ist, sag ich mal, ja, der Direktvertrieb, sprich das Fahrrad muss von Ihnen oder von einem von Ihnen angeschlossenen Fachhandelspartner angeschaut werden, der baut den Motor entsprechend aus und schickt dann, also das defekte Teil und schickt das dann zu uns und wir überprüfen das bei uns. Wenn da ein Fehler vorliegt, wird das bei uns entsprechend anerkannt, bearbeitet und das Ersatzteil zu dem Fachhandelspartner zurückgeschickt. Und der wiederum muss das Teil dann einbauen. Ja, mir ging es halt einfach um diese Ressourcen. Weißt du, Flo, das ist mir eigentlich für mich persönlich ein riesengroßer Aufwand, so sehe ich das dann halt, wie ich es ja auch gerade beschrieben habe. Deswegen ist die Frage irgendwie halt genau darauf hin, was du ja beantwortet hast, ihr bedient nicht den Endkonsumer, sondern ihr bedient den Fachhandel. Also die reine Kommunikation passiert bei Shimano Paul Lange über den Fachhandel, also nicht mit dem Customer. Genau. Außer bei euren Events, da ist der Customer im Vordergrund, deswegen auch die anstehende, hinten gelagerte, sage ich jetzt mal, Werkstatt, um halt kleinere Issues und danach eine Lösung zu finden, zu korrigieren. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden und ich hoffe, die Herrschaften da draußen auch alles. Also, ruhig Blut, Leute. Es ist alles okay so und so sind die Vorgaben. Genau. Ich würde jetzt gerne nochmal den zweiten Bereich deines beruflichen oder deines Berufs nochmal ein bisschen beleuchten, nämlich das Athletenmanagement. Wie viele Athleten habt ihr denn quasi eigentlich unter Vertrag? Und sind das jetzt nur, sind das jetzt ausschließlich Deutsche oder betreut ihr quasi bei Paul Lange international? Es ist so, wir haben insgesamt, ich muss jetzt tatsächlich kurz überschlagen, ich glaube 9 Mannschaften, 4 Individualathleten.
Und ja, wir betreuen den deutschen Markt. Wir sind für den deutschen Markt zuständig. Dementsprechend betreuen wir deutsche Teams, deutsche Athleten. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel Shimano Europa, von denen werden zum Beispiel die World Tour Teams betreut. Wir haben als Ausnahme hier ein Team bei uns mit im Portfolio, Antoine Chevronti. Und ja, wir sind im Endeffekt auch dafür zuständig, den Nachwuchs in Deutschland zu fördern. Sprich, wir sind auch eher an jungen Athleten oder Athletinnen interessiert bei Nachwuchsteams, wie jetzt zum Beispiel das Team Lotto Kernhaut PSD Bank. Da sind wir auch aktiv und wollen hier eben das Sprungbrett ja zum Profi mitsupporten. Und dass die natürlich auch gleich wissen, ja, auf Shimano-Produkte, da kann ich mich verlassen. Also da, ja, das ist sehr zuverlässig. Zum Thema Jugendförderung. Wie geht Shimano da mit der Situation um? Oder eher gesagt, Shimano Paul Lange mit der Situation um, dass wir brauchen ja wenigstens irgendwie, das war mal so eine Zahl, die im Raum geschmissen worden ist, 8.800 Zweirad-Mechatroniker. Derzeit sind noch nicht mal die Hälfte, überhaupt nicht die Hälfte erreicht. Irgendwie, wir liegen irgendwie bei 2.000, die wir eigentlich, also die da sind, zu 8.800. Wie geht Shimano da in das Recruiting rein, falls du überhaupt was dazu sagen kannst? Habt ihr an den Ständen, macht ihr aktiv Werbung in dem Sinne oder sagt ihr einfach, klipp und klar, ja, wir haben unsere Webseite, da steht das drauf. Und sonst muss ich die sogenannten IHKs und bla blub für diese komplette Entschuldigung, Werbung darum kümmern, dass wir hier Auszubildende bekommen. Da kann ich dir tatsächlich relativ wenig dazu sagen. Wir sind jetzt nicht die, wo aktiv hingehen und sagen, du musst Zweirad-Mechatroniker werden. Oft sind es schon auch die Leute, die sehr interessiert am Fahrrad sind, die Fahrrad fahren, ja, die sich zu der Berufsausbildung auch entschließen. Und da sind wir eher auf unseren Fachhandel auch bezogen. Okay, okay, habe ich verstanden. Weil wir sind hier immer mal, deswegen ist es immer wichtig, dass wir auch das Thema mal ansprechen, weil wir sagen auch immer mal, seitdem Marco Wolnick hier bei uns war, ne Andreas? Irgendwie ist das auch für uns so eine Herzensangelegenheit, wo wir dann immer aufrufen und sagen irgendwie so, hey Leute, guckt euch doch mal den Zweirad-Mechatroniker an, vielleicht gefällt er euch, macht da drin eine Ausbildung, ihr habt da Aufstiegschancen, bis nachher hoch in den Vertrieb zu gehen und sowas alles halt. Deswegen war es jetzt einfach Interesse halber, ob Shimano irgendwo da aktiv dran geht? Nee, sind wir, klar versuchen wir über unser Shimano Service Center auch zu akquirieren und zu zeigen, hier, das ist ein richtig toller Job, macht viel Spaß und ja, macht die Ausbildung zum Zweiradmechatroniker. Ja, aber das ist ja die grundsätzliche Meinung, ne? Also halt, wenn du Spaß dran hast, dann mach diese Ausbildung halt. Ne? Genau. Ja, also das ist also eine Ausbildung sind jetzt, wie sagte man damals so schön, irgendwie sind keine Partyjahre, das sind Lehrjahre irgendwie, da musst du die Arschbacken zusammenbeißen. Ja, sag ruhig. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, genau, der Spruch war das, ja. Arschbacken zusammenpressen irgendwie halt und durchziehen die 3,5 Jahre. Man kann es ja auch mittlerweile verkürzen. Ja, aber es ist halt wichtig irgendwie halt, dass da Ausbildungen in diesem Rahmen stattfinden. Andreas. Wenn ihr Athleten unterstützt, wie werden die dann unterstützt? Werden die ausschließlich mit Material unterstützt? Also ich rede tatsächlich eher so von diesen Individualunterstützungen bei den Teams. Verläuft es oder ist es bestimmt nochmal anders? Werden die dann quasi mit Material unterstützt oder gibt es da verschiedene Programme, verschiedene Abstufungen? Also es gibt quasi das Entry-Level, da wird man halt dann irgendwie mit Material unterstützt, dann gibt es irgendwie das zweite Level, da wird man dann auch noch monetär unterstützt und dann ist man dann vielleicht irgendwie dann nochmal in der Champions League und ist dann irgendwie,
im Shimano, in der Shimano-Familie irgendwie aufgenommen. Gibt es solche Unterschiede oder wie geht ihr das an? Also wir fangen tatsächlich schon relativ weit unten an. Wir unterstützen junge Nachwuchsathleten, die auch Kaderathleten sind, bereits mit Schuhen, wo wir einfach sagen, hey, ihr habt Potenzial, guckt mal, wir wollen euer erster Sponsor sein, wir wollen euch an das Ganze langsam aber sicher ranführen. Dann Next Level und eigentlich schon der High-End Level ist dann, dass du mit Komponenten supported wirst, ja. Also monetär haben wir gar keine Ambitionen, weil wir wollen ja, dass du mit unseren Produkten fährst, dass du uns Feedback zu den Produkten gibst, dass du sagst, hey, hier und da können wir vielleicht was besser machen. Und man darf, ja, siehst du, das ist ein wunderschöner Schuh. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber der Herr Petzold hat gerade einen Shimano-Schuh. Nein, das war kein Shimano-Schuh. Entschuldigung. Flo, das war ein Pearl Izumi-Schuh. Ah, Pearl Izumi. Izumi. Ja. Okay, bitte, Flo. Ja, also du kriegst eben Material von uns oder wirst supported von uns, natürlich auch nicht unendlich, weil auch wir müssen tatsächlich für das Material Geld bezahlen. Und haben dann auch nur ein gewisses Budget zur Verfügung. Das wird dann im Vorhinein natürlich schon miteinander besprochen. Und das Budget unterscheidet sich natürlich von eben dem jungen Nachwuchsathleten zum nachher Vollprofi oder zur Vollprofi-Fahrerin, wie zum Beispiel Emma Hinze, die ja auch bei uns unter Vertrag ist. Dazu mal eine Frage. Ja, du sagst irgendwie, wir haben nicht irgendwie unendlich Ressourcen, weil wir haben nur endlich Ressourcen, die wir den Athleten, also aus deiner Sichtweise den Athleten zur Verfügung stellen. Ist es denn aber auch so, dass es nachher auch ein bisschen oder daran gebunden ist, dass dieser Athlet natürlich auch Erfolge zeigen muss? Es ist natürlich sehr schön, wenn die Athleten auch Erfolge haben. Das ist natürlich auch das Ziel, dass wir jemanden unterstützen, der damit dann auch Erfolg hat, das dann auch kundtut. Wenn mal jemand keinen Erfolg hat, ja, es ist Sport, es passiert. Manchmal kommst du einfach nicht an die Leistung ran, die du dir als Ziel gesetzt hast, auch wenn du alles dafür tust. Wir sind tatsächlich auch daran interessiert, nicht irgendwelche Einjahresdinger zu machen. Sprich, heute supporten wir dich, nächstes Jahr ein Mitbewerber, sondern im Idealfall sagen wir immer, wir supporten einen Athleten, ja, sein komplettes Athletenleben lang. Ist natürlich ja Sinn und Zweck, wenn der Athlet die Überzeugung von den Produkten hat, ist es auch gut und dann wollen die auch im Normalfall nicht wegwechseln, weil es gibt ja keinen Grund, der Support ist ja super gegeben und von dem her schauen wir schon, dass wir lang genug mit denen zusammenarbeiten. Ja, lang genug zusammenarbeiten. Für mich ist ja eine Personalie in diesem ganzen Mountainbike-Fahrradwelt für mich eine Ausnahme und den hatten wir auch im Podcast. Jetzt ist der Name auf einmal weg. Slay the Bay, helf mir mal eben, Andreas. Hans Norway Ray. Hans Norway Ray irgendwie ist seit Jahr und Tag bei GT unter Vertrag. Ja. So. Und das zeigt halt einfach halt aus meiner, also ich sehe es ja nun als Außenstehender, der arbeitet wirklich und da sind ja auch mal Führungswechsel passiert und. Aber der kommt, der ist in diesem Haus miteinander extrem verbunden. So. Das heißt aber auch, dass da eine Art von Liebe in diesem Produkt steckt, ein großes Verständnis in diesem Produkt steckt, aber auch, dass das Zwischenmenschliche, und darauf will ich hinaus, das Zwischenmenschliche scheinbar wohl immer passt. So,
Ist da auch bei euch irgendwie so das Ganze, oder eher gesagt bei dir, lieber Flo, dass man da hingeht und sich erstmal unterhält mit dieser Person und guckt, ob das auch zwischenmenschlich passt? Ja, definitiv. Also es muss zwischenmenschlich passen. Ist immer schwierig, mit jemandem zusammenarbeiten, der, ich sage jetzt mal, fordert. Also eine sehr starke Nehmerqualität hat, wie man das so schön sagt. Ja, und wir nur geben müssen. Es ist schon so, dass es zwischenmenschlich auch passen sollte. Und wenn es eben zwischenmenschlich passt, dann kannst du auch mal einen blöden Spruch haben oder so. Das ist dann alles auch sehr entspannt, der Umgang miteinander. Also ich muss auch zugeben, mit allen Athleten habe ich eigentlich ein sehr entspanntes Verhältnis. Ja, und das muss einfach auch stimmen. Das ist nicht nur die Sache, ja, hier, gib mir Material und mehr will ich von dir gar nicht wissen, sondern man muss schon auch mit denen kommunizieren, weil man will ja auch ein bisschen was als Gegenleistung haben. Man will eben auch das Feedback haben. Man spricht mit denen, wie sind unsere Produkte, wie seht ihr unsere Produkte, was können wir besser machen? Und das ist halt, sage ich mal, in einer eisigen Stimmung schwierig zu besprechen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber schön, dass du das Thema ansprichst, weil das wäre nämlich auch mal eine Frage noch gewesen. Also ihr legt darauf auch drauf Wert, Feedback von euren Athleten zu bekommen. Ja. Wie funktioniert jetzt die neue 12, also 2 vorne, 12 hinten Schaltung? Ich komme nicht auf den Namen, ist egal, du merkst es. GRX-Schaltung. Und da legt ihr Wert drauf. Was passiert denn nachher wirklich mit diesen Feedbacks? Gehen die dann über den Teich rüber zu den Ingenieuren, dass die da vielleicht dann nochmal irgendwie, ich sage jetzt mal ganz einfach und blöd, an der Stellschraube drehen im Cut-Programm und dann halt das abändern, wenn es verhäuft auf ein Thema hinausläuft? Oder was passiert dann mit dieser ganzen Feedback-Kiste? Also erstmal sammle ich das natürlich alles tatsächlich, gehe ins Gespräch mit meinen Ansprechpartnern bei Shimano Europa. Und mit denen gemeinsam geht es dann tatsächlich auch in Richtung Japan zu den Ingenieuren. Oft können die mir auch schon helfen aus Holland. Und dann, wenn es tatsächlich Themen sind, die sich häufen sollten, wo eventuell Nachbesserungsbedarf besteht, dann wird es auch direkt mit den Ingenieuren aus Japan besprochen. Und da gibt es dann oft auch eine Erklärung dafür. Oder eben, wir nehmen das aus, wir checken das, wir testen das und dann kommt auch das Feedback wieder von denen zurück. Ja, so und so, das haben wir jetzt verändert und sollte jetzt nicht mehr auftreten. Und dann ist natürlich, kriegt man hin und wieder dann ja Prototypen, wo die entsprechenden Fahrer dann auch tatsächlich mal testen dürfen und dann hoffentlich bald in die Serie reingehen. Okay, also ihr nehmt dieses Fahrradfeedback sehr ernst. Ja, tatsächlich, es ist wichtig für uns, weil die Profis, Athleten, die es einfach wirklich täglich nutzen, die das Ganze auch wirklich hart nutzen und wirklich extrem im Einsatz haben, die haben ja das beste Feedback. Das ist ja der beste Test. Und wenn wir das nicht wahrnehmen, dann ist ein großer Teil des Investments einfach auch verpufft. Ja, klar. Die nächste Frage wäre dann aber wiederum fast identisch. Wie nehmt ihr denn, ich weiß, ihr macht ja keinen Support für Customers, aber Customer irgendwie sind ja auch in der Lage, E-Mails zu schreiben, weil es steht ja info@paul-lange.de auf der Webseite und da gibt es dann wahrscheinlich auch mal ein paar E-Mails. Wie Customer das, wie geht ihr denn damit um? Also natürlich, dass ihr eine Lösung findet, das ist mir schon vollkommen logisch, ja. Aber wenn da verhäuft was auftritt, wie geht ihr denn damit dann nachher um?
Also das wird tatsächlich an einer anderen Stelle gesammelt, ja. Eben in unserem technischen Kundenservice, wo ich ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln durfte. Und auch diese Informationen gehen dann in Richtung Europa beziehungsweise Japan. Und man wird, also nicht man wird, sondern man antwortet den Kunden dann eben auch entsprechend, auch wenn es eine Veränderung gegeben hat oder eben mit einer Begründung, warum ist das im Moment so, warum ist es aktuell so. Also das ist auch nicht, dass diese Sachen verpuffen, sondern es wird ernst genommen und wird weitergegeben. Flo, das war mir wichtig, dass du diese Aussage triffst, weil es hören uns natürlich viele zu, die auch Shimano fahren, die vielleicht ein kleines Problemchen haben. Und das sind manchmal auch Schreihälse, die ich so im Internet nenne. Die denken dann irgendwie so, ja, Paul Lange, die sitzen auf dem großen Thron da oben irgendwie, sind Marktführer und machen nichts. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also, ja. Also diese Herrschaften, die ein Bashing betreiben, dass der Support kacke wäre oder irgendwie sonstiges. Man muss sich einfach mal vorstellen, irgendwie, wenn man Marktführer ist, dann kommt wirklich alles an Kundenverkehr auf einen zu und dann ist es halt einfach, dann braucht das halt einfach mal seine Zeit. Du hast diese Erfahrung im Kundensupport. Du weißt das. Die Leute da draußen wissen das nicht. Und deswegen war das wichtig, von dir zu hören, deine Aussage, jeder einzelne Kunde wird betreut. Und wenn es ein bisschen länger dauert, gehe ich mal von aus, gibt es dann nochmal eine Zwischen-E-Mail, wir arbeiten dran. Genau. Ja, also. Und das ist doch das, was eigentlich halt jeder vernünftige, denkende Mensch dann verstehen sollte. Ich sage nicht muss, aber sollte. Sehr gut. Flo, ich würde auch nochmal gerne so auf der Zielgeraden auf das Thema, seid ihr investiert bei Athleten, die im Bereich Gravel unterwegs sind. Es gibt ja mittlerweile von der UCI gibt es ja verschiedene offizielle Veranstaltungen. Es gibt aber natürlich jetzt auch, wie just gerade irgendwie in Amerika, in Kansas, gibt es das, Gott, jetzt ist mir der Name schön. Die ganze Zeit habe ich noch drüber gedacht. Unbound? Das Unbound, genau. Das Unbound ist gerade passiert. Das ist ja, ich weiß nicht, ist das irgendwie eine offizielle UCI-Veranstaltung? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber habt ihr da auch Athleten gehabt, die für Shimano am Start gewesen sind? Also wir haben verschiedene Athleten gehabt, die aus unserem Sponsoring-Pool auch daran teilgenommen haben. Und es ist natürlich auch ein Markt, der für uns wichtig ist und wo wir auch drauf schauen, was oder wen können wir supporten. Also wir sind da nicht untätig. Es ist auch noch im Wachsen, wie eben auch dieser gesamte Gravel-Bereich. Ich finde das insofern halt total spannend, weil gerade so dieses Unbound ist eigentlich, ich glaube, das ist mitunter die populärste Veranstaltung im Gravel-Bereich. Erstaunlicherweise populärer als die Wettkampfveranstaltung, also zum Beispiel als die Weltmeisterschaft. Und man sieht halt immer wieder mal bei der Berichterstattung, sieht man dann immer wieder mal, dass der eine oder andere Hersteller dann tatsächlich im harten Renneinsatz auch neue Komponenten testet. Ne? Und ich glaube, das ist in Kansas, wo das stattfindet, auf jeden Fall immer eine harte Nummer, weil es gibt die zwei Kategorien. Es gibt das 100-Meilen-Rennen und es gibt das 200-Meilen-Rennen. Und das ist schon wirklich harte, harte Geschichte. Wenn ihr dann quasi jemanden da habt, der für euch quasi gefahren ist, wird er dann auch von euch mit einem Team irgendwie von Ort unterstützt? Also ich meine, kann er dann wirklich, Gott, wer weiß, was passieren, ne? Irgendwie ein technischer Defekt oder sowas oder wie läuft das dann? Nee, also wenn wir jemanden supporten, also unterstützen, dann steht er auf einer internationalen Liste. Diese internationale Liste liegt allen Shimano-Vertretungen vor, also auch denen in Amerika. Und die bekommen dann alle auch den entsprechenden Support natürlich vor Ort. Okay, cool. Kurz, ich glaube, die Intention war vom Andreas, er fährt denn da an Mechaniker dann halt mit und repariert das. Nein, du musst, also ich gehe mal eher davon aus, weil du es ja gerade schön erklärt hast, Flo, wenn da was kaputt geht, dann geht man zum Shimano-Fachhändler hin, sagt hier, blub, irgendwie ruf mal bitte deinen Vertrieb an und
guck mal, ob ich da auf der Liste stehe, da werde ich draufstehen. Und dann wird das irgendwie mit dem Vertrieb geregelt. Dort vor Ort gehe ich mal so von aus, dass man dann das Ersatzteil bekommt. Oder ist das ein bisschen anders noch? Also jetzt gerade beim Anbauen war ja Shimano auch selber mit einem Stand vor Ort. Sprich, Shimano North America hat da den Support gemacht. Und eben die wickeln das Ganze dann auch vor Ort ab, weil die haben dann auch die Ersatzteile mit dabei und kümmern sich dann entsprechend. Im Normalfall, wenn Shimano vor Ort ist, gehen die immer direkt zu Shimano zum Stand, weil da auch immer die Technik mit dabei ist und eben auch Ersatzteile verfügbar. Dann kümmert man sich direkt drum. Ansonsten melden die sich im Normalfall bei mir, wenn irgendwie was gebraucht wird, und dann darf ich mich drum kümmern, dass die schnell Ersatz haben. Ja, angenommen irgendwie halt so, ich wäre jetzt ein Athlet von dir, was total realistisch ist. Ja. Sitzt dann, sage ich jetzt mal, hinter Tupfing irgendwo fest, irgendwie halt, weil meine DI2-Schaltung, der Akku irgendwie, der will sich nicht mehr aufladen lassen. Hab aber gesehen, irgendwie muss mein Fahrrad jetzt noch 13 Kilometer schieben, weil auf meinem Handy steht drauf, da ist ein Fahrradshop und der hat auch Shimano. So. Was mache ich? Rufe ich dich dann an und sag: ey, Flo, ich bin kurz hinter Tupfingen, ich muss nur 13 Kilometer und da ist wohl ein offizieller Shimano. Was kann ich jetzt machen? So, also wenn tatsächlich der Fall eintritt, ja. Muss ich jetzt gestehen, hatte ich noch nicht so. ja, weil normalerweise jeder seinen eigenen Mechaniker hat und erstmal den anruft und dann versuchen die das direkt zu klären. Würdest du mich anrufen, würde ich sagen, okay, pass auf, du bist in Hintertupfingen, in Vordertupfingen, ja, 13 Kilometer weiter, ist der Fahrradhändler XY, der Essen Shimano Service Center, geh da hin, ich währenddessen versucht, den schon mal zu erreichen und mit dem zu klären, wie wir nachher mit dem ganzen Fall umgehen. Also wenn er Ersatzteile oder so braucht, um dich wieder fahrbar zu machen, dann kläre ich das mit dem und dann kriegt er von mir das Ersatzteil zugeschickt. Ich hoffe natürlich dann in dem Fall, dass er das Ersatzteil auch da hat, weil das ist bei knapp 46.000 Artikeln, also von der kleinsten Schraube bis zur Unterlegscheibe, manchmal herausfordernd. Aber ich glaube, der Flo möchte auf was anderes hinaus, weil der Flo ist ja dann kein, wenn er auf dem Weg nach Vordertupfingen ist, ne, und hinter Tupfingen hängen bleibt, dann ist er ja nicht auf einem Rennen, weil wenn er auf einem Rennen wäre, dann hätte er ja, wie schon von dir gesagt, seinen eigenen Mechaniker, ne, und dann wäre der Support ja quasi vor Ort, sondern das wäre ja eher der Fall, wenn der Florian jetzt quasi ein Content Creator ist, ein Influencer ist und quasi mit Shimano-Teilen halt ausgestattet worden ist und das halt auch entsprechend über seine Kanäle kundtut und dann auf einer Reise ist, wo Shimano natürlich auch damit eingebunden ist und dann ein Problem hätte. Dann versuchen wir sofort mit dem Fachhandel vor Ort auszuhelfen, weil wenn jetzt Vordertupfing 400 Kilometer von mir weg ist, dauert es tatsächlich eine Ewigkeit, bis ich dann dort bin. Ne? Und dann ist er schneller die 13 Kilometer irgendwie zu dem Händler gekommen und wir versuchen das Problem dann so zu lösen. Aber ich kann dir sagen... In Hintertupfingen. In Hintertupfingen. Genau. Sehr schön, dass wir das jetzt mit Hinter- und Vorder- und Untertupfingen, keine Ahnung, geklärt haben. Aber ich kann tatsächlich auch sagen, aus eigener Erfahrung, ich war mal im Harz unterwegs und da ist mir irgendwie, ich hatte die Schrauben von meiner Bremsscheibe wohl nicht mehr richtig festgezogen. Die haben sich dann irgendwann gelöst, das sind diese Torx-Schrauben. Mhm. Und dann hat auf einmal angefangen, meine Bremsscheibe irgendwie da so rumzuwabbeln. Und dann war ich echt ein bisschen in der Bredouille. Entschuldigung, ich vertue mich, das war nicht die Bremsscheibe, sondern es waren die Schrauben, wo der Spider festgemacht worden ist, also die an der Kurbel. Die hatten sich gelöst, aus mir unerfindlichen Gründen, aber das passiert wohl offensichtlich mal, kann das passieren, das ist auch ganz logisch bei der mechanischen Belastung. Und dann hat das auf einmal angefangen zu wackeln und dachte so, oh scheiße, so kannst du auf keinen Fall. Und ich habe den natürlich verloren, ne? Und dann war ich irgendwo bei einem regionalen, oh Gott, wo war denn das? In irgendeinem, es war definitiv auch sowas wie Hintertupfingen, in so einem Laden und habe dann gefragt, habt ihr diese kleinen Schräubchen für den Spider zum Festmann, Shimano GRX. Ich guck mal irgendwie so, ne? Und dann hat er mir das irgendwie für,
11 Euro irgendwas, keine Ahnung, verkauft, dieses kleine Tütchen. Und das ist natürlich den Vorteil, wenn man einfach eine mit einer Marke fährt, die extrem breit aufgestellt ist und extrem auch im Markt einfach durchdrungen ist. Also ich glaube, jeder Fahrradhändler hat irgendwelche Ersatzteile für Shimano. Er hat sicherlich nicht alle und auch nicht gar so speziell. Aber andersrum, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Campagnolo oder sowas unterwegs wäre, dann hätte ich wahrscheinlich unter Umständen oder mit einem Microshift oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist auch egal, wäre ich wahrscheinlich aufgeschmissen gewesen, ne? Weil Shimano halt einfach so breit aufgestellt ist und man tatsächlich auch manchmal Sachen von anderen Gruppen für die eigene Gruppe nehmen kann. Ja. So, genau. Das ist auch die exakt richtige Antwort auf diese lange, lange Frage. Nein, was soll ich mehr sagen als ja, ja ist ja, so. Ja. So. Quasi selber aber jetzt kommt ein ganz harter Cut. Oh nein, was los? Doch, wir haben die 60 Minuten voll. Oh, verdammt, Tatsache. Wir das haben die ja 60 Minuten voll. Es war langwegig. Ich leite mal hier jetzt dann damit das Ende ein. Das Ende aller allen. Nein, das Ende des, der Aufnahme. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich kriege schon wieder zigtausend Anrufe. Das ist wieder schrecklich. Begehrter Mann. Ja, unser International Man of Mystery. Ja, weißt du, wenn es ja mal Frauen wären, aber nach das Thema habe ich ja nicht. Oh nein, den Topf wollen wir nicht aufmachen. Den machen wir bloß nicht mehr auf. Ja. Flo. Florian. Oh, schön. Florian. Schön. Flo. Nein, Flo. Ne, jetzt mache ich es auch einfach. Flo. Der Florian hier bedankt sich bei dir, dass du dir heute Morgen, Gänsefüßchen oben, heute Morgen, die Zeit genommen hast, hier bei uns in unserem netten, kleinen Podcast Lass mal quatschen, dabei zu sein. Der Andreas wird gleich noch ein paar Worte verlieren und danach hast du das letzte Wort. Ich sage auf jeden Fall Danke und Andreas, bitte. Ja, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast gewesen bist, lieber Flo. Es war eine kurzweilige Stunde. Wir haben viel erfahren über Shimano, wir haben viel erfahren über Paul Lange und wir haben natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren. Aber ich glaube, der Fokus war tatsächlich eher so ein bisschen auf Shimano. Was aber auch okay ist, wie ich finde, weil tatsächlich wir das Thema Shimano bis jetzt in über 150 Folgen noch gar nicht großartig dabei hatten. Insofern sind wir dir sehr dankbar, dass du uns als kompetenter Gesprächsteilnehmer Rede und Antwort gestanden hast, was das Thema Shimano angeht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir, wir hoffen, dich demnächst wieder zu sehen auf irgendeinem Event. Ne? Jetzt kennen wir uns glücklicherweise. Vor allen Dingen, der Bob muss dabei sein, weil der macht den leckersten Kaffee. Das ist wohl wahr. Nee. So, ja, lieber Flo, dir gebührt das letzte Wort. Ich sage auch auf jeden Fall Dankeschön. Ich sage auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Florian und Andreas, hat mir super viel Spaß gemacht, war echt cool und immer wieder gerne. Also wann auch immer. Prima. Gut. Danke. Bis dann, ja. Ciao. Bis dann. Ciao.